Herr Zombeck von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass man über manche Dinge jetzt auch mal im Deutschen Bundestag diskutieren kann, weil es so als Mythos und Legende durch die sozialen Medien wabert. Also, meine Damen und Herren, wir haben ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen. Und wir haben dazu eine Anhörung im Rechtsausschuss gemacht. Und diese Anhörung im Rechtsausschuss wurde ja sogar schon hier heute von den Antragstellern zitiert. Und ich glaube, alle, und das unterscheidet auch den Antrag, den die FDP und die Linkspartei eingebracht haben, von dem Antrag der AfD, dass in dieser Anhörung des Rechtsausschusses alle Praktiker aus der Justiz deutlich gemacht haben, dass die Durchsetzung deutschen Rechts gegenüber amerikanischen sozialen Plattformen kaum möglich ist. Warum? Weil diese Unternehmen ihren Sitz nicht in Deutschland haben und es überhaupt keinen Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland bei diesen Unternehmen gibt. Und deshalb ist eins der Module dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass wir Unternehmen wie Facebook und andere dazu zwingen, einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. Denn die Praktiker von Polizei und Justiz sagen uns, alles, was man an Durchsetzung von deutschem Recht vornehmen möchte, das geht dann nur über ein Rechtshilfeersuchen nach Irland mit einem unendlichen Papierkrieg, monatelangem Gehampel. Und was ich interessant finde, ist, dass die Partei, die sich vermeintlich für Recht und Gesetz ausspricht, als einzige Partei im Deutschen Bundestag hier heute einen Antrag vorlegt, dass diese Unternehmen keinen inländischen Zustellungsbevollmächtigten mehr haben sollen und nicht mehr deutschem Recht und Gesetz unterliegen. Und das müssen Sie Ihren Wählern einmal erklären. Ich verstehe es jedenfalls nicht. Nein, das ist nichts anderes. Sie müssen sich überlegen, Sie sind hier nicht im Schülerparlament, sondern im Deutschen Bundestag, was Sie hier genau beantragen. Und Ihr Gesetzentwurf verrät Sie. Ihr Gesetzentwurf verrät Sie, weil das, was Sie schreiben, heißt, dass diejenigen, die möglicherweise mit Ihnen sympathisieren und nicht wissen, wo hier die Grenzen des Rechtsstaates sind, dass die künftig keinerlei Sanktionen und am Ende sich nicht mehr deutschen Gerichten und Staatsanwälten stellen müssen. Und das darf nicht passieren. In der Sache kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, ob dieses Gesetz richtig oder falsch ist. Und das Interessante daran ist, es gilt ja noch gar nicht. Es tritt ja erst zum 1. Januar, wird es tatsächlich wirken. So, und wenn das ganze Gesetz wirkt, dann werden wir einmal schauen, was am Ende daraus wird. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass es zwischen der Union und der SPD durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen bei der Verhandlung darüber gab. Die SPD wollte, dass Unternehmen möglichst viel am Ende dazu beitragen, dass gelöscht wird. Wir wollten eine Selbstregulierung haben, nach dem Vorbild, wie man das auch von Computerspielen zum Beispiel kennt, wo unabhängige Leute Entscheidungen treffen und nicht die Unternehmen selbst. Wir haben uns auf einen Kompromiss verständigt, der Anreize zur regulierten Selbstregulierung hat. Leider nutzt Facebook die Möglichkeit eben nicht, sich aus dem Vorwurf herauszuziehen, dass sie selber im Zweifelsfall eher löschen, als das Prinzip auch unbequemer Meinung zu akzeptieren. Und deshalb sage ich nur auch an FDP und Grüne gerichtet, wir hätten hier eine schöne Novelle dieses Gesetzes machen können. Wir hätten hier eine schöne Novelle machen können und hätten zum Beispiel an das anknüpfen können, was zum Beispiel in den Paragraphen 30 des Rundfunkstaatsvertrags und Folgendes steht. Nämlich, dass der eine besonders große Meinungsmacht hat, auf Vielfalt zulassen muss. Und dazu könnte auch ein Rechtsanspruch auf Darstellung gehören. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf und freue mich auf die weiteren Diskussionen zu dem Thema. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie bemerkt haben, ist die Sitzungsleitung gewechselt. Bevor ich den weiteren Redner aufrufe, möchte ich gerne der Kollegin Petra Nikolaisen aus Schleswig-Holstein zu ihrem heutigen Geburtstag herzlich gratulieren.